Wer kennt das nicht? Es ist Samstagabend, ihr wollt mal wieder auf eine queere Party, aber ihr habt absolut keine Idee, was ihr dazu anziehen könntet. Und? Seid ihr fertig? Also ich bin schon längst fertig. Ich nicht, ich habe keine Ahnung, was ich anziehen soll. Letztes Mal wurde ich so blöd angesprochen. Wieso das denn? Ja, das hier sei eine queere Party und was ich hier will, weil ich ja so hetero angezogen sei. Ach, du Scheiße. Ja. Aber mir ist sowas noch nie passiert, dir? Nee, mir ist das auch noch nie passiert. Ja, ihr seht ja auch offensichtlich irgendwie lesbisch homo aus. Naja, aber das kann manchmal auch ganz schön nachteilig sein, wenn man nicht auf einer queeren Party ist. Übrigens verstehe ich das überhaupt nicht mit diesen Einordnen. Ich trage ein Damenoberteil, Damenhose, Damensocken. Ich glaube, es sind die Haare. Aber zumindest habe ich den Damenpreis bezahlt. Naja, offensichtlich hat es irgendwie was mit eurem Queerstyle zu tun. Was ist denn ein Queerstyle? Das lassen wir uns am besten mal von Hengame erklären. Also es gibt wahrscheinlich keinen einheitlichen queeren Style innerhalb einer lesbischen oder queeren Szene, weil es auch von Ort zu Ort abhängig ist, was sozusagen ein Trend ist. Und einen Unterschied macht auch die Tatsache, dass nicht alle Personen, die sich als queer oder lesbisch identifizieren, auch einen ähnlichen Ausdruck haben. Zum Beispiel wird vielen Lesben und Queers so zugeschrieben, kurze Haare zu haben, eher maskulin zu sein. Und das trifft nicht für alle Personen zu und schließt auch viele Körper aus. Obwohl die feministische oder queer-feministische Szene sich als sehr sensibel gegenüber von Diskriminierungsformen versteht, ist es schon so, dass es auch eigene Szene-Codes gibt und Ausschlüsse, die geschaffen werden, zum Beispiel durch Normen, wie man auszusehen hat. Personen, die zum Beispiel nicht in dieses schlanke, weiße, nicht behinderte und eher maskuline Muster passen, werden zum Beispiel oft gar nicht als queer wahrgenommen. Und genau das sind Sachen, die nichts mit Stil oder so zu tun haben, sondern mit Schönheitsidealen und Körpernormen, die eben nicht für alle einzuhalten sind. Bei der sogenannten Androgynität, das bedeutet, dass eine Person geschlechtermäßig sowohl feminin als auch maskulin performt, fällt zum Beispiel auf, dass wir eigentlich meistens Frauen, die einen maskulinen Stil haben, damit meinen und die dann am Ende wie so 12-jährige, schlanke, weiße Jungen aussehen. Wenn wir zum Beispiel an androgyne Farben denken, denken wir an hellblau und weniger an rosa, was dazu, also das impliziert, dass Femininität oder rosa, was ja mit Femininität oft verknüpft ist, nicht neutral sein kann und das Männliche das Natürliche oder das Normale ist. Natürlich würde ich da auch natürlich auch in Frage stellen, was das eigentlich bedeuten soll, aber so das Normale in Anführungszeichen oder Unverstellte ist dann sozusagen das Männliche, was natürlich super sexistisch ist, weil es bedeuten würde, dass alle Frauen oder Personen, die feminin performen, aufgesetzt und künstlich seien. Diese Normen führen dann dazu, dass es eben ein Attraktiv und ein Unattraktiv gibt innerhalb von queeren Szenen. Und Personen, die als attraktiv gelten, die in dieses Muster passen, bekommen zum Beispiel viel mehr Anerkennung, selbst wenn sie zum Beispiel nicht unbedingt total coole Politiken haben. Und Personen, die aber zum Beispiel super aktiv und engagiert sind, aber nicht in dieses Muster reinpassen, werden dann einfach nicht wirklich als legitime Teile der Community wahrgenommen und gelten auch einfach nicht als begehrlich. Zum Beispiel passiert es bei nicht weißen Personen oder auch sehr femininen performenden Personen, dass sie in einen Club kommen oder auf eine lesbische, queere Party und als Touri oder eine Person, die nur so zum Gucken da ist, wahrgenommen werden. Was natürlich total scheiße ist, wenn du irgendwo hingehst und nervös bist und dann kommen auch noch irgendwelche Leute, die alle gleich aussehen zu dir und sagen, hey, du gehörst hier überhaupt gar nicht hin.
Ich würde sagen, das hängt wahrscheinlich auch davon ab, in welchem Kontext ich diejenige treffe. Da wäre das dann vielleicht durchaus leichter, wenn ich das irgendwie im queeren Kontext sehe, das zuzuordnen. Aber ich glaube schon, dass es Merkmale gibt, an denen man das vielleicht, an denen man eine Wahrscheinlichkeit festmachen kann, ja? In vielen Fällen ja. Und es gibt natürlich auch Codes, die in der Szene irgendwo getragen werden. Kleidung ein wichtiges Indiz, aber kein, die Person trägt das und das und darum ist es, ist sie jetzt so und so. Also das nicht. Ich glaube, das bilden sich viele Frauen, liebende Frauen ja ein. Ich bilde mir das auch häufig ein. Ich schaue auch häufig Frauen hinterher, die irgendwie so stereotyp queer oder lesbisch aussehen. Weiß nicht, so Baggy-Style oder irgendwie, ja, so ein bisschen was Androgynes vielleicht, was mich dann auch anspricht und wo ich schnell so eine sexuelle Identität reinlese. Ich glaube, eigentlich kann das auch ziemlich in die Hose gehen und muss nicht unbedingt zutreffen. Also ich glaube, die sexuelle Identität nur an dem Style festzumachen, ist, glaube ich, schwierig. Da müsste vielleicht noch ein bestimmtes Verhalten oder auch im Kontakt ein Verhalten noch dazukommen, weil ich finde, heutzutage ist das schon diverser geworden. Und auch Heterofrauen zum Beispiel bedienen sich bestimmter anderer Kleidung und sind nicht mehr so genormt auf das, was man gedacht hat, was eine Frau zu sein hat. Also es gibt Frauen natürlich so, die irgendwie klassisch vielleicht so aussehen, wie man jetzt zum Beispiel die lesbische Frau beschreiben würde oder so, aber mittlerweile denke ich, es gibt auch in dem Bereich so viel Vielfalt, dass ich mir nicht herausnehmen würde, dass ich sehe, welche sexuelle Identität eine Frau hat. Also ich glaube, dafür ist es viel zu breit gefächert und ja, ist auch irgendwie, also ich finde das reduziert dann auch irgendwie eine Person zu sehr da drauf. Vielleicht so ein bisschen so über den Sidecut. Ich hatte früher immer sehr lange Haare, vielfach immer auch so ganz liebe, brave Frisuren und dann vielleicht eher nochmal so über den Sidecut da so ein bisschen mit Erwartungen zu brechen. Aber mit Kleidung, so habe ich irgendwie nicht das Bedürfnis, da so viel Queerness mit auszudrücken. Ich bin tatsächlich ein Typ, der sich relativ durcheinander gewürfelt kleidet, je nach Laune und auch vielfältig. Auch unterschiedliche Stilrichtungen und ich probiere auch gern was aus. Das würde ich durchaus auch unter queere Identität zählen. Aber grundsätzlich mache ich mir keine Gedanken darüber. Wenn ich morgens aufstehe, ziehe ich an, worauf ich Bock habe und habe die Freiheit auch, das zu tun. Sie widerspiegelt ganz viele Facetten von mir, die halt manchmal mehr maskulin sind und manchmal sehr viel femininer. Also wie zum Beispiel heute habe ich halt eher sowas Feminines irgendwo an. Ich finde eben, dass du nicht eine einheitliche Gender-Identität hast, sondern die halt einfach von Tag zu Tag unterschiedlich sein kann. Und das drücke ich halt aus. Ich muss mich halt nicht auf eine bestimmte Art und Weise verhalten, auch nicht bestimmte Art und Weise aussehen für irgendjemanden, sondern ich nehme einfach das, was mir gefällt. Und insofern, ja, wahrscheinlich spiegelt dann eben mein Sakko, was ich kombiniere, mit einer Leggings oder so oder geschminkt und dann eher männlich konnotierte Kleidung, spiegelt dann meine Queerness vielleicht auch wieder. Ja, auf jeden Fall trifft das eine Aussage, also irgendwie die Aussage, ich bewege mich auch kleidungstechnisch nicht in der Norm. So, und das ist, glaube ich, das, was es nach außen zeigt. So, ich lebe auch nicht die Norm und deswegen muss ich auch nicht das anziehen, was die Norm trägt oder was andere von mir erwarten würden. Unser Fazit. Anhand der Kleidung die sexuelle Orientierung von Personen festzustellen, ist ziemlich oberflächlich und das wissen wir schon seit dem Kindergarten. Kleidung kann auch eine tolle Form des Widerstandes sein. Außerhalb der Szene, aber auch innerhalb. Probier es doch einfach mal aus. Und zum Thema Haare. Was hat eigentlich die Kopfhaarlänge mit der sexuellen Orientierung zu tun? So, und das war's jetzt. 4 Folgen, Staffel 1, der Queer Elf-Vlog. Wir machen jetzt erstmal eine kleine Winterpause und wenn es weitergeht, lassen wir euch wissen. Guckt einfach bei Facebook oder Instagram rein. Es hat uns wirklich großen Spaß gemacht zu drehen und wir freuen uns schon auf die zweite Staffel. Macht's gut. Ciao. Tschüss.